Osnabrück gehört mit über 165.000 Einwohnern zu den vier größten Städten in Niedersachsen. Entsprechend ergab sich hier auch ein großer Bahnhof mit so einigem Zugverkehr. Und diesen wollen wir uns in dieser dreiteiligen Dokumentation mit besonderem Augenmerk auf den Nahverkehr mal etwas genauer ansehen. Viel Spaß! Achtung Zugbetrieb, halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Doch einen großen Bahnhof gab es hier nicht immer. Wie so oft entstanden erst einzelne Bahnhöfe an den jeweiligen Strecken, bis man beschloss, diese zusammenzulegen. Da sich die damalige Hamburger Venloer Bahn und die Hannoversche Bahn mit einem Höhenunterschied von 5,85 Meter kreuzten, entschied man sich für den Bau eines Kreuzungsbahnhofes. Dieser wurde einige Male umgebaut und präsentiert sich heute mit 9 Gleisen auf 2 Ebenen der Öffentlichkeit. 4 Bahnsteigkanten liegen an 2 Mittelbahnsteigen im unteren Teil des Bahnhofes, durch den wir gerade durchgehen und welcher von Ost nach West verläuft. Die Treppen da hinten links führen, wie die hier vorne, zu den oberen Mittelbahnsteigen. Doch schauen wir uns hier unten einmal kurz die Gleise an. Die wichtigste Bahnstrecke hier unten ist die doppelgleisige und elektrifizierte Hauptbahn 375 Löhne-Rheine, die mit einer maximalen Geschwindigkeit von 140 km/h aufwarten kann. Für die Nordwestbahn interessant ist zum einen die meist eingleisige, nicht elektrifizierte Hauptbahn 392 von Osnabrück nach Wilhelmshaven. Die mit 120 km/h befahrbare Hauptstrecke beeindruckt mit einer Länge von 165 km. Daran an knüpft die 88 km lange Nebenstrecke 394, die Delmenhorst mit Heseppe verbindet und so eine Verbindung zwischen Osnabrück und Bremen herstellt. Diese ist ebenfalls eingleisig und nicht elektrifiziert, jedoch nur für eine Fahrt mit maximal 80 km/h ertüchtigt. Ganz in der Nähe von Osnabrück liegt ebenfalls die Tecklenburger Nordbahn nach Rheine, welche zum Teil wieder reaktiviert werden soll. So, wir haben nun die Rolltreppe nach oben genommen und befinden uns nun am Hausbahnsteig mit der Gleisnummer 1. Hier in der oberen Ebene des Hauptbahnhofes findet man die Gleise 1 bis 5 von Nord nach Süd. Das hier rechts andockende Bahnhofsgebäude bietet neben einer Toilettenanlage sowie einem Reisezentrum mehrere kleine Geschäfte und den Weg in die Innenstadt. Hier vorne sehen wir das direkt an den Bahnhof anschließende Parkhaus, das sogar einen Ausgang nach Gleis 1 besitzt. Und bevor wir uns die Strecken hier oben anschauen, werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf den Übersichtsplan des gesamten Bahnhofes. Während wir uns momentan auf dem Mittelbahnsteig mit den Gleisen 4 und 5 aufhalten, sehen wir dort drüben den Mittelbahnsteig mit den Ferngleisen 2 und 3. Gleis 1 ist direkt am Bahnhofsgebäude, das ist da, wo die Eurobahn steht. Die meisten Züge hier oben fahren auf der recht dicht und viel belegten Hauptstrecke, zu der wir jetzt kommen. Diese wichtigste Strecke präsentiert sich in Gestalt der Kursbusstrecke 385, die vom Münster kommend Osnabrück mit Bremen verbindet. An den Enden geht es ins Ruhrgebiet bzw. nach Hamburg. Hier und da nennt man diese Strecke auch die Rollbahn. Die 173 km lange elektrifizierte doppelgleisige Hauptbahn ist für 200 km/h schnelle Züge ausgerüstet. Die dabei nicht zu vergessene Nebenstrecke ist die Kursbusstrecke 402 von Osnabrück nach Brackwede, die mit maximal 80 km/h befahren werden kann. In beiden Ebenen befinden sich außerdem noch Gleise für Abstell- und Güterzwecke. Vor dem Bahnhof findet man derweil ein umfangreiches Busangebot, mit dem man in die Region reisen kann. Kommen wir aber nun zu den ersten Zuglinien. Der stündlich verkehrende Rheinhard-Express verkehrt unter der Flagge von DB Regio NRW und verbindet Osnabrück mit Düsseldorf. Bis zum Jahre 2019
fuhren die doppelten Riesen nur bis nach Münster in Westfalen. Hier musste man für die letzte Meile nach Osnabrück in die noch halbstündlich verkehrende RB 66 umsteigen. Zum Fahrplanwechsel im Jahre 2019 verlängerte man die RE-Linie bis nach Osnabrück und verdrängte damit den halbstündlichen Regionalbahnumlauf auf dieser Strecke. Die Züge starten in Osnabrück und fahren über Haßbergen, Lengerich, Ost- und Westbevern bis nach Münster. Nach Halten in Dülmen und Haltern am See wird mit Recklinghausen das Ruhrgebiet erreicht. Es geht nun über Wanne-Eickel, Gelsenkirchen, Essen und Mülheim bis nach Duisburg. Ab hier wird das Ruhrgebiet verlassen und vor Düsseldorf Hauptbahnhof noch kurz in Düsseldorf Flughafen Station gemacht. Dieser Zug ist zu einer ungeraden Stunde abgefahren und hält zusätzlich noch in Nattrop-Hagen und Kattenwenne. Dort halten die Züge nämlich im 2-Stunden-Takt. Dieser Express der Deutschen Bahn kommt aus Düsseldorf und fährt nun auf Gleis 4 ab. Hier macht der Zug nicht nur Kopf, sondern auch erstmal eine kleine Pause. Haben sich Lokführer und Wendezug ausgeruht, geht es von Gleis 4 in etwas mehr als 2 Stunden wieder zurück in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Die Züge bestehen aus 5 modernen Doppelstockwagen, die von je einer 146er E-Lok gezogen bzw. geschoben werden. DB Regio Nord versorgt durch das Expresskreuz Niedersachsen den Bahnhof Osnabrück mit zahlreichen Doppelstockwendezügen. Stündlich fahren lokbespannte Expresszüge der Linie 9 von Osnabrück nach Bremen. Alle 2 Stunden geht es sogar weiter bis nach Bremerhaven. In Osnabrück startend werden über die doppelgleisige Kursbruchstrecke 385 Bohmte, Lemförde, Diepholz oder Bahnsdorf erreicht. Nach Halten in Pfistringen, Bassum, Süke und Kirchweihe erreicht man Bremen Hauptbahnhof schließlich nach 1 Stunde und 22 Minuten. Ist man zur geraden Stunde in Osnabrück eingestiegen, bleibt der Zug in Bremen stehen und es geht nach 15 Minuten Wendezeit zurück nach Osnabrück. Hat man den Zug zur ungeraden Stunde erwischt, geht es allerdings noch viel weiter. Von der Hansestadt Bremen rollen die 2-stündlich verlängerten Umläufe nun über die ebenfalls doppelgleisige Hauptbahn 125. Dabei fahren sie über Osterholz, Schambeck und Bremerhaven Hauptbahnhof bis zur Endstation Bremerhaven-Lehe. Möchte man bis zum Ende mitfahren, kann man es sich etwas über 2 Stunden in den gemütlichen Doppelstockwagen bequem machen. Da das ursprüngliche Gleis 4 des RE9 durch den nach Osnabrück verlängerten RE2 blockiert ist, muss sich der RE9 nun andere Wege suchen und fährt seitdem her immer in die Abstellung. Mehr dazu in Kürze. Züge aus Bremerhaven bzw. Bremen kommen in Osnabrück auf Gleis 1 an. Sind
alle Fahrgäste ausgestiegen, geht es flugs in die Abstellung, um sich kurz vor der Abfahrt an Gleis 5 Nord zu postieren. Für Zug- und Lokführer gibt es nach Ankunft in der Abstellung aber erstmal die wohlverdiente Pause. Dieser Express kommt frisch aus der Abstellung und macht es sich erst einmal an Gleis 5 Nord bequem. Da es aus der Abstellung als Rangierfahrt in ein schwungbesetztes Gleis geht, dauert das Ganze auch entsprechend, denn der Lokführer darf bei diesem sogenannten Auf-Sicht-Fahren nur mit maximal 25 km/h an den Bahnsteig rollen. Nachdem der Lokführer den Führerstand gewechselt hat, geht es schon wieder gen Norden. Der RE9 und der RE2 sind die einzigen Regionallinien in Osnabrück, welche noch mit Lok und Wagen fahren, sowie von der Deutschen Bahn bedient werden. Eine echte Rarität in der sonst so triebwagendominierten Gegend. Hier haben wir gleich zwei Doppelstockwendezüge auf einen Schlag. Während auf dem rechten Gleis der frisch aus Düsseldorf angekommene Express Pause macht, muss sich sein Bruder links von ihm verabschieden und tritt nun seinen Weg nach Bremen an. Wer hat's gesehen? Auf Gleis 1 stand ebenfalls ein Regionalzug der Deutschen Bahn, der nun, wie seine Kollegen zuvor, in die Abstellung rollen darf. Unterwegs sind immer 5 mehr oder weniger modernisierte Dostos mit ebenfalls einer 146er E-Lok. Und mit diesem einfahrenden Express der Deutschen Bahn verlassen wir nun die Welt der Wendezüge und widmen uns den Triebwagen, die alle restlichen Linien bevölkern. Die Teutobahn stellte einige Jahre die einzige nahverkehrstechnische Direktverbindung zwischen Osnabrück und Münster in Westfalen her. Die bis dato halbstündlich verkehrenden Flirt-1-Triebzüge stellten eine Besonderheit als einzige halbstündlich verkehrende Regionalbahnen in Osnabrück dar. Und dieser Takt war auch nötig, denn wie erwähnt fuhr neben dem Fernverkehr nur diese RB66 zwischen Münster und Osnabrück. Dies machte sich auch im Bahnhof von Osnabrück bemerkbar, denn die halbstündlichen Verstärker wurden gewissermaßen dazwischen gequetscht und fuhren auf einem ganz anderen Gleis, Gleis 5 Süd, ab. Doch wie eben erwähnt, bekam die Regionalbahn 66 zum Fahrplanwechsel Verstärkung und tritt seitdem nur noch stündlich den Weg über Haßbergen und Lengerich nach Münster an. Aktuell fährt hier die Eurobahn mit ehemaligen Westfalenbahn-Flirts. Wie die meisten Linien endet die RB66 hier in Osnabrück. Die aus Münster kommende Regionalbahn erreicht nach 36 Minuten Fahrt nun Gleis 3.
da von diesem Gleis einige Fernzüge abfahren, räumt der Zug dieses Gleis so schnell wie möglich und fährt in die Abstellung. Oft schickt man auch die RB66, sofern der Regionalexpress aus dem Norden weg ist, schon direkt nach Gleis 1 und spart sich so die Fahrt in die Abstellung. Diese Regionalbahn fährt beispielsweise nun auf Gleis 1 ein. Diese über Alpha Trains geleasten Fahrzeuge sollten nach Betreiberwechsel ein neues Außendesign erhalten. Das lautete in etwa: Einsteigen und weiterfahren, bald im neuen Look. Doch das war nichts weiteres als ein leeres Versprechen, denn auch nach mehreren Jahren hat man das nicht in Angriff genommen und scheint die dafür nötige Millionen in andere Projekte investiert zu haben. Die 50 Kilometer weit fahrende Teutobahn tritt von Gleis 1 nun ihren stündlichen Weg ins Münsterland an. Für unseren Zug geht es jetzt über Haßbergen, Natruphagen, Lengerich, Kattenwenne, Ostbevern und Westbevern bis nach Münster. Dort hat der Zug 8 Minuten Wendezeit und fährt anschließend wieder zurück nach Osnabrück Hauptbahnhof. Ist man im oberen Bahnhofsteil, sieht man stündlich blaue Züge an Gleis 5 aufblitzen. Diese Züge gehören zu der RB75, die als einzige Linie hier im oberen Bahnhofsteil nicht über die Rollbahn verkehrt. Stattdessen verkehrt sie über die in Osnabrück-Sutthausen abzweigende Nebenstrecke. Und da hinten kommt auch schon ein Vertreter dieser RB75. Diese dreiteiligen Dieseltriebzüge fahren immer auf Gleis 5 Süd ein. Talenttriebzüge der Nordwestbahn teilen sich dieses Gleis mit den schon vorher erwähnten RE9 Garnituren. Und da beide Züge fast gemeinsam ein- und anschließend auch wieder aus dem Gleis herausfahren, steht das Gleis durch den Wegfall des RB66 Verstärkers, der sonst hier gehalten hätte, somit zwischenzeitlich durchfahrenden Güterzügen zur Verfügung. Die Nordwestbahn fährt von Osnabrück über Dissen, Bad Rodenfelde, Halle und viele weitere Stationen nach Bielefeld. Der sogenannte Haller Willem braucht bis zur Endstation dabei etwa 1 Stunde und 19 Minuten. Da auf der Strecke Stundentakt herrscht, rollt schon etwa eine halbe Stunde später der Gegenzug aus Bielefeld in Osnabrück ein. Dort angekommen wird nicht nur Kopf, sondern auch erstmal eine Pause gemacht, bis es zur Minute 35 wieder zurück auf die 53 Kilometer lange Nebenstrecke geht. In Osnabrück losgefahren, bleibt unser Zug zunächst auf der Hauptbahn Richtung Hörne und biegt hinter Osnabrück-Sutthausen auf die eingleisige Strecke ab. Über Ösede und Klosterösede wird Wellendorf erreicht. Da die Strecke eingleisig ist, findet hier unsere erste Zugkreuzung statt. Weiter geht es über Hilter und Dissen-Bad Rothenfelde, womit wir nun in NRW angekommen sind. Nun folgen weitere kleine Haltepunkte wie Westbadhausen, Borkholzhausen, Hesseln oder Halle OWL Arena. Hinter diesem Haltepunkt befindet sich auch schon der Bahnhof von Halle, wo wir zum zweiten Mal auf unseren Gegenzug warten müssen. Nun fahren wir weiter über Künsebeck,
Steinhagen, Steinhagen-Bielefelder Straße und erreichen schließlich den Bahnhof Quelle. Ist Halbstundentakt auf dem Abschnitt Bielefeld-Halle, treffen wir hier den Kollegen Richtung Halle an. Nachdem wir die Fahrgäste aus Quelle Kupferheide mitgenommen haben, werden wir nun in den Bahnhof Brackwede geleitet. Von hier aus geht es dann über die Güterbahn nach Bielefeld Hauptbahnhof, wo unser Zug an Gleis 8 Kopf macht und umgehend zurück nach Osnabrück fährt. Hier noch einmal eine abfahrende RB 75 von Gleis 5 Süd. Diese eingefahrene Doppeltraktion wird in Osnabrück geschwächt, der zweite Zugteil rangiert ein wenig und fährt so lange in die Abstellung, bis mittags wieder mehr Kapazitäten benötigt werden. Der Teil da hinten fährt gleich wieder zurück nach Bielefeld. Mehr zu diesen Talentlinien und warum der Zug manchmal im Doppel fährt, gibt es in meiner Dokumentation Der Bielefelder Talentstern. Und während hier vorne schon die nächste Fahrstraße in die Abstellung für den angekommenen RE9 gestellt wurde, neigt sich unsere Dokumentation über den Nahverkehr im oberen Bahnhofsteil dem Ende zu. Im zweiten Teil schauen wir uns dann die Züge an, die an den unteren Bahnsteigen des Kreuzungsbahnhofes vorbeirollen. Wenn euch dieser Teil gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, um Teil 2 und 3 nicht zu verpassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, stets eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.